Hallo und willkommen zu Folge 8 von 1954 Alcatraz. Ja, in der letzten Folge ist, keine Ahnung, was passiert. Ist schon ein bisschen her. Chiquitas Waschmaschine haben wir, glaube ich, repariert, oder? Ich habe es erst vor einer Stunde gemacht. Fertig. Den Wäschekorb hatten wir ausgeplündert. Mit den Typen hatten wir gesprochen, oder? Er spricht nur mit Weißen. Weswegen wir ihn an der Bleichmaschine arbeiten lassen. Ja. Früher konnte man noch mit ihm reden, heute nicht mehr. Gut, in der letzten Folge haben wir anscheinend das Gerät repariert, wenn ich mich recht entsinne. Ist ein bisschen schwierig, weil für mich ist es jetzt... wann habe ich denn das... Keine Ahnung, das ist jetzt meine nächste Aufnahmesession. Ich mache es tatsächlich mal ein bisschen nach der Arbeit. Einfach weil mir noch 2-3 Folgen fehlen fürs Wochenende. Deshalb, also so. Na gut, schauen wir mal. Wäschefalten machen andere. Ich repariere nur die Maschinen. Gut, das hatten wir ja eigentlich. Dann können wir mit dem, denke ich, mal reden, oder? Fertig. Draußen! Draußen, okay. Zurück an die Arbeit! Nassauer, okay. Weiß ich nicht, warum er das jetzt so... Ladezeit. Ich bring dich zu deinen Jobs. Sprich mit niemandem. Und wehe, du stiehlst etwas. Okay. Gut, also wir können uns anscheinend auf Alcatraz auch weiter bewegen. In der Wäscherei waren wir gerade. Was haben wir hier? Werkstätten? Kraftwerk. Dann gehen wir mal zu den Werkstätten. Ja, warum nicht? Schauen wir mal in den Werkstätten vorbei. Oh, da sind Leute, die kennen wir. Bumpy, Frank der Neue, den kenne ich natürlich nicht. Wie der Name schon sagt, ist er ja der Neue. Die Maschine funktioniert noch. Hey, Joe, du bist also wieder für Mason unterwegs, zum Reparieren. Yep. Guter Schachzug, Joe. Guter Schachzug. Tja, der Frank, der hat's verstanden. Ein guter Schachzug, sagt er. Was haben wir hier? Etwas Öl. Alles Teile von einer sabotierten Maschine. Sabotiert? Okay. Etwas Öl. Einkassiert. Werden wir bestimmt gleich noch brauchen. Sitzballen. Schauen wir mal. Noch eine Holzbank. Mit einer alten Zeitschrift darunter. Schauen wir mal. Das Einbrecherjournal oder Ausbrecherjournal. Gucken wir mal. Ist es das Ausbrecherjournal? Eine alte Ausgabe von International Mechanics. Wechsel oder Gleichstrom? Eine ewige Frage. Okay. Gut. Das sexy Unterwäsche. Von einer Frau oder Tochter von einem Wachmann, muss aus Versehen in die Wäscherei geraten sein. Okay, das hat ja nur... Ein Schnürsenkel. Gut. Öl aus der Fabrik. Eine alte Ausgabe von International Mechanics. Wechsel oder Gleichstrom? Eine ewige Frage. Na gut, okay, da ist also nichts weiter Interessantes. Mit Bumpy will ich noch nie sprechen. Er gibt sich keine Mühe. Es dauert auch noch Jahre, bis sie ihn rauslassen. Seine Maschine funktioniert noch. Gut, dann scheint ja anscheinend Bumpies die einzige zu sein, die nicht funktioniert. Bruno simuliert schon wieder. Was gibt's Neues? Sie haben eine Bewährung abgelehnt. Oh. Was? Kapier ich nicht. Nee, aber ich will die Entscheidung anfechten. Wenn ich zum Gericht in der Stadt gehe, kann ich wenigstens mal einen Anzug tragen. Ich schieße mir meinen Weg aus dem Gerichtssaal frei, lege ein paar Wachen um. Muss dann nicht mal die Klamotten wechseln. Hey, hier wird nicht geredet! Reparier die Maschine! Nur weil ich eine Kugel im Kopf habe, heißt das nicht, dass ich blöd bin. Ja. Okay. Das Zahnrad hier muss erstmal angezogen werden. Den Keilriemen hat's zerlegt. Ist dünn. Fast wie eine Schnur. Ich glaube nicht, dass wir da Ersatz für haben. Och, nö. Da haben wir das Problem. Arbeitest du jetzt für die, oder was?
Alles Teil von meinem Plan. Wart's ab. Gut, dann reparieren wir das mal. Also vermutlich Schnürsenkel. Dieser Schnürsenkel könnte als Riemen herhalten. Das aber er ist zu trocken und wird reißen. Clever. Also Öl mit Schnürsenkel. Ist alles passt perfekt. Ist für mich so ein bisschen unterfordert. Aber bestimmt zieht's dann noch an und dann Zahnrad anziehen. Gut. Clever. Mal schauen, ob sie funktioniert. Fertig. Ich weiß ja gar nicht, was die hier machen. Bruno hasst die Maschine. Wer kreativ denkt, sieht hier weit mehr als eine Pinselmaschine. Kann man sich alles Mögliche mit schnitzen. Und solange es mit der Arbeit zu tun hat und nicht zu spitz ist, kommt man nicht mal ins Loch dafür. Haben wir irgendwas zum Anspitzen? Ich zeige mein Messer lieber nicht offen rum. Gut. Ich wüsste nichts, was wir sonst... Gut. Fertig. In Ordnung. Leg dein Kram zurück und komm mit. Welchen Kram? Ich habe das jetzt einfach mal so ignoriert. Das, ja. Gut. Das war die Werkstatt, Kraftwerk. Na komm. Die Generatoren müssen täglich überprüft werden. Dann machen wir das doch heute mal. Oh oh. Das ist nicht sehr vertrauenswürdig. Hey, 1229! Der Generator macht schon wieder Ärger! Wenn du was Besseres machen willst als Zellenwände anstarren, dann beweg deinen Arsch und krieg das Ding hier wieder zum Laufen! Okay. Könnte nützlich werden. Genau, was ich brauche. Dann stecken wir es doch mal ein. Eieiei. Ups. Bitte. Ja, müssen wir hier so ein bisschen wieder umräumen. Also ich vielmehr. So, was haben wir da eingesammelt? Da fehlt der Felgenrand. Was ist das ein hier? Ein weiterer verrotteter Keilriemen. Hier fällt bald alles auseinander. Hölzerner Pinsel. Ungefähr 10 Fuß Elektrokabel. Gut. Metallic-Lack. Die meisten Dosen sind ausgetrocknet. Schade, aber gut. Nichts, was ich brauchen könnte. Die meisten Dosen, dachte ich. Gut, was haben wir hier? Nix. Da hinten könnten wir zwar hingehen, aber da habe ich ehrlich gesagt... Riecht wie Knastwein. Yep. Rock Juice. Rosinen und Feigen, ein Becher Hefe und etwas Zucker. Er gärt hier schon seit ein paar Wochen. Nein, ich muss fit bleiben. Aber die anderen wollen bestimmt einen Schluck. Tja. Der Generator macht's nicht mehr. Ich wette, das Problem liegt irgendwo bei der Schalttafel. Gut, wir haben hier eine Glühbirne. Das ist eine Projektorbirne. Okay. Guter Fund. Wofür auch immer ich die brauchen werde. Kontrolltafel. Gegen Gaspipe kämpfen. Da habe ich ja ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Bock drauf. Das lassen wir mal lieber bleiben. Sonst sind wir gleich wieder im Knast. Also im Loch. Ich schätze mal, die Schalttafel ist das Problem. Die sollte ich mir erstmal genauer ansehen. Läuft einfach nicht. Ich muss die Schalttafel benutzen, um sie zu starten. Na gut, okay. Kann man hier irgendwas machen? Eines der Verbindungskabel muss ersetzt werden.
Okay. Ist aber wirklich nicht herausfordernd, so, muss ich sagen. Die Schalttafel sollte wieder okay sein. Der Generator startet immer noch nicht. Oh nein. Das alte Mädchen schaue ich mir mal besser genauer an. Ja, besser ist das. Hey, was machen denn diese zwei losen Zahnräder da drin? Jemand hat das Riemenrad rausgerissen. Ohne Keilriemen kann ich das nicht mit dem Generator verbinden. Ich brauche außerdem ein Zahnrad, um die Bewegung zu übertragen. Sieht nach Gaspipe-Zahnschrift aus. Der weiß einfach nicht, wie man eine Lady behandelt. Hm. Das wird nicht klappen. Hä? Das bildet kein gutes Paar. Das passt nicht zusammen. Dann weiß ich auch nicht. Das ist nur ein Teil von einem Riemenrad. Hm. Das führt zu nichts. Das passt nicht zusammen. Das kriege ich nicht zusammen. Das wird nichts. Eben habe ich mich noch beschwert, dass alles viel zu einfach ist. Das wird nicht klappen. Dieses Zahnrad ist zu groß. Kein Wunder, dass der Generator nicht läuft. Das führt zu nichts. Das wird nichts. Da fehlt der Felgenrand. Das kriege ich nicht zusammen. Hm. Das ist eine Projektorbirne. Der Keilriemen kommt erst dran, wenn ich das Rad eingebaut habe. Gut, dann schauen wir nochmal, ob ich hier noch ein Rad finde. Ich vermute ja. Alles klar. Dann muss ich jetzt doch gegen den kämpfen, oder kann ich das vielleicht mit Aufseher Mason regeln? Sollst du nicht den Generator reparieren? Na gut. Auf in den Kampf. Ich bin noch nicht bereit, gegen ihn zu kämpfen. Ohne Schutz habe ich keine Chance gegen Gaspipe. Der wird mich ausnehmen wie einen Fisch. Ich zeige mein Messer lieber nicht offen rum. Gut, was haben wir hier noch? Irgendwas? Da ist nichts mehr zu holen. Nichts, was ich brauchen könnte. Hm. Muss ich vielleicht doch erstmal an einen anderen Ort? Ja, okay. Dann wechseln wir erstmal in die Kapelle, würde ich sagen. Sollst du nicht den Generator reparieren? Mir fehlen die Teile. Okay, ich dachte schon, jetzt sitzen wir hier fest. Aber no. No, Sir, tun wir nicht. Das sind so lange Ladezeiten und die nerven mich total. Na komm. In the Kapelle. In the Chapel. Kommen Sie schon. Okay. Weniger Lautsprecher, alter Projektor. Okay, alter Projektor ist ja schon mal klar. Niemand kümmert sich um den Projektor. Die Glühlampe ist durchgebrannt. Okay. Ich wette, jemand hat den Lautsprecher auch gekillt. Kein Wunder, dass der Lautsprecher nicht läuft. Jemand wollte das Ding reparieren und hat einfach irgendwelche Teile reingesteckt. Jetzt sollte es wieder gehen. Okay, was haben wir dafür gekriegt? Aha. Yeah. Metallrad zum Einsatz bereit. Das kriege ich nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Das wird nicht klappen. Na gut, dann nicht.
Da bewahrt der Pfarrer den Kram auf, den er in der Messe einkassiert. Frag mich, was da drin ist. Nein, der Pfarrer würde mich sehen. So. Er ist zu alt zum Arbeiten, aber alles ist besser als den ganzen Tag in der Zelle schmoren. Ja, gut, ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr und ich dann erst in der Folge 9 von 1954 Alcatraz. Bis dahin!